So, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass ihr hier in diesen Kurs gefunden habt. Und ich habe die Frage gerade schon mal gehört oder so ein leichtes Zögern. Um was geht es denn eigentlich heute? Ja, die Überschrift ist ja Zeige der Welt dein inneres Gesicht unter dem Übertitel Seele im Ausdruck. Ja, Seele im Ausdruck, das ist ein großer Begriff. Was versteht man da drunter? Was kann man darunter verstehen? Und ja, was soll ich jetzt damit anfangen, mit Zeige der Welt dein inneres Gesicht? Ich glaube, viele von uns oder fast alle haben so einiges im Leben hinter uns. Erlebnisse, Geschehnisse, man tut was, was man vielleicht gar nicht tun will, aber man will der Norm entsprechen. Man findet sich schon von Geburt an in gewissen Strukturen wieder und in denen bleibt man zeitlebens verhaftet, sofern man ja nicht irgendwann mal den Ausweg findet oder den Ausweg auch ja, ich sag mal, bewusst sich herbeiwünscht. Und dazu sind einige, ja, Schritte notwendig. Und das Wichtigste ist vor allen Dingen die Herzöffnung, dass du für dich einfach auch die innere Bereitschaft spürst und auch den Drang spürst, so wie dein Leben bisher war, möchte ich das nicht mehr leben. Also ich möchte eine Veränderung. Und die Veränderung und auch die Sicht auf sich selber, man sagt es jetzt so, zeigt der Welt dein inneres Gesicht. Viele werden wahrscheinlich sagen, ja, was ist mein inneres Gesicht? Vielleicht kenne ich das gar nicht oder habe gar keine Verbindung dazu. Und um diese Verbindung ein Stück weit, ich sag mal, zu den Weg zu bereiten, dafür ist dieser Kurs da. Ich möchte jeden Teilnehmer einige Möglichkeiten an die Hand geben, um den Zugang für sich selber zu entdecken und den Weg zu ebnen. Zudem gibt es einfach auch so ein paar, ja, ich sag mal, theoretische Sequenzen, einfach auch nochmal, um den Blick zu schärfen, um sich selber zu sensibilisieren, was letztendlich auch überwunden werden sollte, um sich näher zu kommen. Also diese ganze Struktur, die im sehr großen Außen, also es geht praktisch wie so ein großer Ring. Erst befassen wir uns mal über die Themen, die vielen von euch mit Sicherheit auch schon bekannt sind. Gerade vor allen Dingen die letzten 2, 3 Jahre ist ja das sehr deutlich in die Sichtbarkeit kommen, wie wir in Strukturen festhängen, wie wir benetzt sind, in einem ja fast schon Spinnennetz hängen wir da drinnen und fragen uns immer, also zumindest ging es mir so, ich habe mich seit frühester Kindheit angefragt. Kurzen Moment, ich muss bloß stumm schalten. Ich habe mich seit frühester Kindheit angefragt, wieso ist es so? Warum? Ich komme hierher auf die Welt. Ich werde hier hineingeboren und sehe ich mich schon seit frühester Kindheit irgendwelchen Verpflichtungen gegenüber oder Verhaltensregeln. Schon als kleines Kind habe ich ja das für mich nicht nachvollziehen können. Ich habe das in Frage gestellt. Habe dann natürlich nur auf verschlossene Ohren mich wiedergefunden. Also keiner hat ein offenes Ohr für diese Fragen, für diese Themen, die mich interessieren. Ich habe mir dann schon immer gedacht, das kann doch nicht sein. Als Mensch wird man hier hineingeboren und hat die Verpflichtungen, muss dieses, jenes tun, also sprich Kindergarten, Schule,
Ausbildung, Studium etc. Und dann noch die ganzen Regeln, die Strukturen, ja, ich sage jetzt mal, die vorgegebenen ja, Bedingungen fast schon, um ihr hier überhaupt leben zu dürfen. Also dieses Soll, das man zu erfüllen hat von Anfang an, ja schon fast irgendwie, als müsste man von Anfang an etwas begleichen. So in der Bibel ist es ja, oder nicht die Bibel, sondern eher die Kirchen haben ja das sehr gut immer irgendwie formuliert, so wir hätten ja eine Schuld zu tragen. Also wir sind schuldig. Und der Michael bringt ja auch oft gerade die Religion und auch also die Aussagen dann zusammen mit dem Kommerz, also dass wir in diese Struktur, wie findet ihr jetzt da den Faden, nicht, dass ich ihn da jetzt so komplett verliere, dass wir im Prinzip mit dieser Belastung, so wie es auch in der Kirche ist, meinetwegen ist, so ist es ja auch im Kommerz, diese Struktur, es wird uns ja was angelastet und das Gefühl vermittelt, wir hätten eine Schuld zu tragen. Vor kurzem hatte ich mal die Erkenntnis, dass, ja, wie sage ich das jetzt? Wir haben ja das Innerste, unsere Seele, unser innerstes Bewusstsein und wir haben unseren Körper. Und unser Körper, genauso wie unser Verstand, wird im Grunde von unserem Innersten gelenkt. Unser Körper, die Person, sage ich jetzt mal, ist nicht imstande, eine Unterschrift zu leisten, wenn ich nicht die Einwilligung dazu gebe. Mein Verstand ist auch nicht imstande, die Einwilligung zu geben oder für eine Unterschrift. Es braucht tatsächlich das tiefe Innere in uns, die einwilligt, die sagt, ja, ich setze hier meine Unterschrift drunter. Also es wird immer unser Innerstes angesteuert. Und unser Körper bzw. unser Verstand wird beeinflusst, damit wir im Innersten, also dass wir mehr auf das Außen hören, auf unseren Verstand, als auf unser Innerstes. Und so ist einfach die Welt und unsere ganze Struktur geformt, sodass wir, da habe ich mir auch nochmal vor kurzem was aufgeschrieben, möchte ich euch jetzt nochmal mitgeben. Also was ihr sicherlich in der oder anderen Weise schon mal gehört habt, und mir ist es schon lang klar, ich habe es mir nur so formuliert, die Welt ist zu laut, dass wir uns selbst nicht hören. Die Welt ist zu grell, damit wir unser eigenes Licht nicht sehen. Die Welt ist zu überladen, damit wir uns selbst nicht spüren. Und all diese Reize da draußen, denen wir ausgesetzt sind, auch diese Aufgaben, diese Strukturen und das muss man erledigen und hier muss man noch und da muss man noch und dieses Rad, dieses Hamsterrad, wo sich viele auch befinden, verhindern, dass wir letztendlich den Blick dahin wenden, wo es am wichtigsten wäre, zu uns selbst. Und dieser Kurs soll jeden, der bereit ist, der Welt sein inneres Gesicht zu zeigen, eine, ich sag mal, Hilfestellung zu sein, zur Selbsthilfe, um für sich den Weg, ja, vielleicht ein Stück weit leichter anzutreten. Weil gerade wenn man in so einen Kurs mit eingebettet ist und dann ja sich für sich selber verpflichtet hat, eine Vereinbarung getroffen hat mit sich selber in dem Moment,
dann ist es in der Regel schon so, dass man dem auch folgt. Und dann bleibt man dabei. Und dann geht man vielleicht nicht vorzeitig wieder einen Schritt zur Seite, nach rechts oder nach links oder lenkt sich ab, sondern man ist dann da. Und auch die Energie, auch wenn wir jetzt nicht vor Ort sind, offline wäre natürlich nochmal was Besonderes. Vielleicht gibt es das irgendwann mal. Ich finde schon aber beeindruckend, wie intensiv die Kurse immer sind mit den Menschen, die daran teilnehmen. Und wenn sie auch ihre Begegnungen mit sich selbst haben. Und das wünsche ich mir natürlich für jeden, der da teilnimmt, einfach sich selbst zu begegnen. Ja, und ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die blende ich jetzt mal ein, um das nochmal in eine Form zu bringen, in eine sichtbare. So. Also ich habe es gerade vorhin schon gesagt, das ist das Wichtigste, um an dem Kurs teilzunehmen. Also die Herzöffnung, und das heißt letztendlich, du öffnest mit der Herzöffnung, mit deinem Einverständnis, mit deiner Bereitschaft, öffnest du ein Fenster zu deiner Seele. Und es macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt daher der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Und das bist du. Das ist niemand, kein König im Außen, kein Gott im Außen, sondern du. Du allein. Du bist Herr deines Königreiches. Und auf das kommt es an, auch dein Königreich. Mit Mut, mit Freude, mit Herz, ja, ich will jetzt nicht, dass das Wort wäre jetzt so herrschen, ich sag mal, den Blick drüber haben, dass du einfach genau weißt, was passiert in deinem Reich und dass du der Herr bist über dieses deine Reich. Genau. Und als Einstimmung möchte ich euch was vorlesen. Ich würde euch bitten, da jetzt nochmal die Augen zu schließen. Nicht schummeln. Da ist der Genuss einfach besser. So. Du bist ein Kapitel im göttlichen Buch, ein Spiegel der Kraft, die das Universum schuf. Was immer du willst, bitte selbst darum. Was immer du suchst, kann nur in dir selbst gefunden werden. Rumi. Wenn man diese Zeilen auf sich wirken lässt, dann haben die sehr, sehr große Tiefe und vor allen Dingen eine Wahrheit. Nur in dir kannst du die Erfüllung, deine Freude und deinen Sinn für dieses Sein hier finden. Ja. Und wie sich viele Menschen jetzt einfach auf den Weg machen, einfach das erkennen, dass einfach nichts mehr stimmt, dass die äußere Welt ja einfach nimmer diesen
dieser Vorstellung entspricht, dass man feststellt, es ist eine Lüge, es ist nicht die Wahrheit, es gibt noch ganz was anderes, also einen ganz anderen Sinn in deinem Leben. Und in dem Kurs geht es auch darum, für sich selber zu entdecken, nicht nur über diesen Außenbereich, über den man jetzt als erstes mal unsere Welt und jeder für sich betrachtet, also in welchen Strukturen, in welchen ja eben auch Lügen man durchaus eventuell lebt, sondern dann gibt es noch den etwas näheren Kreis an dir. Das ist der familiäre Kreis, das ist dein Beruf. Bei Berufung, das sind die ganzen Strukturen in deinem, in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Raum. Auch der wird beleuchtet. Und von daher über diese zwei Schichten kommen wir dann zu dir. Und da schon schauen wir gemeinsam noch mal tiefer. Ja, Schicht um Schicht. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist zuerst diese äußere Schicht, diese zweite Schicht und dann unser Innerstes. Und auch da den Zugang dann sicher zu durchschreiten, ist oftmals wie eine unüberwindliche Hürde im Anschein. Es ist aber nur der Anschein. Und was ich jetzt mit Schicht um Schicht auch meine, sind diese Schichten, die jeder mit sich trägt, von sich, entweder aus früheren Leben, auch verschiedene Rollen im jetzigen Leben, wo man eben bestimmte Erwartungen erfüllt oder glaubt, man muss so und so sein. Und auch diese gilt es Stück für Stück, ja, fast schon von sich zu lösen, sich davon zu befreien. Um dann Schicht um Schicht immer mehr zu deinem Ausdruck zu gelangen. Das, was dich ganz im Individuellen ausmacht. Ja, diese Glaubenssysteme, das kennt auch jeder von euch. Ich gehe jetzt auch nur kurz darauf ein. Ich werde jetzt auch nicht alles da vorlesen, weil ihr kennt es. Das zeigt einfach nur nochmal oder das verbildlicht die Situation, in der die meisten von uns jetzt noch sind. Dass es im Prinzip im Außen keinen oder in der Welt, in der wir leben, kaum einen freien Platz mehr gibt. Wahrscheinlich gibt es sogar gar keinen, der nicht irgendwie von irgendeiner, von etwas geformt wurde, wo nicht irgendwie ein Stempel drauf ist, wo nicht irgendein ja, Gesetzmäßigkeiten, wo nicht gewisse Strukturen, moralische Prinzipien etc. pp., wo nicht irgendwelchen ja, Spuren gefolgt wird, wo nicht diese Strukturen sind, diese aufeinander aufbauenden. Es ist alles sehr beengt, also es ist nichts frei. Es ist kein einziger Bereich, der da beschrieben ist, frei. Und jeder Bereich, bis der dann mal in dem, wie er jetzt so ist, zum Ausdruck kommt, wird so vieles drumherum gebastelt, damit es so erscheint, wie es ist. Deshalb hilft uns das Außen nur darin zu erkennen, dass das mit uns in unserem Innersten letztlich nichts zu tun hat. Dass das nur dieses Feld ist, dieses graue Feld, das uns in unserem Sein
mehr und mehr beengen und einengen will und um letztlich unser Licht am besten auszulöschen. Das funktioniert aber nicht. Also in uns und jeden von uns ist so eine Kraft, dass dieses Licht jederzeit oder diese Energie jederzeit wieder aktiviert werden kann, wenn du eben bereit bist dazu. Dass dieser Eindruck von diesem Außen, der ja dann so ganz automatisch zum Ausdruck wird, eben so umgewandelt wird, dass dieser Eindruck erkannt wird, nicht mehr als oder nicht mehr, also keine Identifikation mehr stattfindet. Dann geht es darum, diese Stille in sich auszuhalten, nicht sofort wieder zu belegen und zu besetzen, sondern diesen Raum entsprechend der Zeit, die du brauchst, leer zu lassen, um dann aus diesem Innersten in deinen Ausdruck zu kommen. Da ist es aber notwendig, dieses alles, was von außen kommt, zu erkennen und eben zu filtern. Und es braucht eben diese Entscheidung dazu. Deine Entscheidung, dass du diesen Weg gehen möchtest. Diesen Weg zu dir. Und ich kann sagen, dass das der wichtigste Weg ist. Also wenn der Weg zu dir, wie auch immer, auf welche Weise auch immer, ob jetzt hier über diesen Kurs nochmal als Unterstützung oder woanders oder wie auch immer, dieser Weg ist der wichtigste. Der Bernhard Piwirt, der auch bei W14 die entsprechende Kurse anbietet, der nennt es Einweihungsweg. Und ja, der ist, ich sag mal, notwendig. Notwendig, um dich zu deinem Ausdruck in deine Erscheinung zu bringen. Also wo es dann kein Schein mehr ist, sondern wo es dann zu deinem Sein wird. Genau, und da, das ist eine Entdeckungsreise, weil wer bist du ohne diese ganzen Strukturen und ohne diese ganzen auferlegten, manipulativen Verwebungen. Und ja, mir ist es auch klar, man kann diesen Weg nicht von jetzt auf gleich gehen. Es geht in erster Linie darum, gewisse Dinge zu erkennen und dann Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Um irgendwann immer mehr in diese eigene Leuchtkraft zu kommen. Um die es geht. Und die wenigsten von uns, glaube ich, wissen, was in uns so alles steckt, was für Kräfte, was für Eigenschaften, was für Talente, was für Begabungen. Und auch ein Weg, um das ein Stück weit vielleicht wieder in Erinnerung zu bringen. Schauen wir mal, ob ich das dann, ich habe das dann später nochmal drin, ist eben auch über Kindheitsfotos. Ich habe hier eins, ich muss mal runter, weil man sieht es kaum. Das ist von mir ein Foto aus Kindertagen. Und das ist auch ein Teil, den jeder Teilnehmer im Kurs bereithalten soll, weil auch dieses Bild sowie auch das selbstgezeichnete Porträt sehr, sehr viel über dich als Menschen und über deinen Wesenskern aussagt. Ja, mich wundert es auch immer wieder aufs Neue,
Wenn ich und auch die Teilnehmer auf Bilder oder Zeichnungen schauen und dann doch so viel darin entdecken, es ist einfach erstaunlich. Und ja, mein Wunsch ist es, dass so vielen Menschen wie möglich, ja, mitzugeben, damit sie das für sich selber erkennen, wie wunderbar jeder Mensch für sich im ganz Besonderen ist und absolut einzigartig. Und dass jeder seinen Platz hat. Und wo es auch diese Konkurrenz oder diese Gedanken von, ich muss besser sein als der oder ich muss mir jetzt mehr anstrengen oder sonst irgendwie, wenn jeder so seinen Platz findet, dann ist es einfach ganz selbstverständlich, weil niemand anders kann diesen Platz einnehmen außer du. Und was für Ruhe da dann letztendlich auch schon in einem selbst einkehrt mit diesem Wissen, dass diese Einzigartigkeit in dir steckt und ja, du einfach in dir selber ruhen darfst. Und ja, dieses Leben nach dem eigenen Kompass. Und das geht's. Du bist dir selber die beste Kompassnadel. Du weißt genau, okay, wo geht's hin? Du lässt dich da in deinem Innersten, wenn du ganz genau hinhörst und lauscht deiner inneren Stimme, dann weißt du ganz genau, wo es für dich in deinem Leben hingeht und wo du vielleicht gewisse Dinge tun müsstest oder solltest, also müssen im Sinne von, wo es für dich notwendig wäre, um deiner selbst willen gewisse Dinge zu tun. Ja, und umso mehr man sich auf den Weg zu sich selbst begibt, umso mehr potenziert sich auch der Mut. Der Mut, diesen Schritt auch tatsächlich zu gehen und immer wieder aufs Neue zu wählen und immer wieder aufs Neue sich dazu entscheiden. Das sind jetzt mal in der Übersicht die 4 Abende. Die Seele im Ausdruck. Da geht es jetzt im ersten Abend drum. Also dass wir da nochmal genauer hinschauen, das betrachten, was das denn eigentlich genau heißt, die Seele im Ausdruck, was auch jeden von uns zum Ausdruck bringt, was auch den Ausdruck verhindert, stört. Das ist jetzt zum Beispiel eine Ruhestörung für die Augen damit gemeint, und auch diese Fremdbilder, also diese Strukturen, die uns permanent eben ja, vorgestaltet werden und denen wir ausgesetzt sind. Und solange man nicht diesen Sensor ganz sensibel einstellt und sagt, ich schaue jetzt vorwiegend auf mich, ist man da sehr leicht verführt, diesen Bildern oder diesem Leben da draußen einfach zu folgen. Da ist jetzt eben auch gerade in der eher dunkleren Jahreszeit sehr geeignet, diesen Weg für sich nochmal zu gehen oder nochmal genaueres Augenmerk drauf zu legen, weil auch die Ablenkungen im Außen weniger sind als jetzt im Sommer. Im Sommer ist man einfach viel mehr draußen. Natürlich geht es da auch genauso, diesen Weg zu gehen. Nur die Zeitenergie unterstützt uns da nochmal im Besonderen. Ja, alles trägt Energie in sich, also mit allem, das du für dich, mit dem du dich umgibst in deinem Leben, das Teil in deiner individuellen Umgebung ist,
Ja, schau mal auch deine, die Strukturen an, die Konditionierungen, wie handelst du, wann tust du was und wann tust du was nicht. Also jetzt mal so ganz einfach gesagt, ich gehe jetzt da auch nicht näher drauf ein, da kann sich, glaube ich, jeder auch was drunter vorstellen. Und es geht um die Einheit von Herz, Hand und Sprache, damit wir wieder nicht nur in diesem Denkapparat, sondern eben wirklich in unserem auch Begreifen unserer Welt und aus uns heraus wieder in dieses Handeln und Greifen und Tun kommen, um letztendlich auch diesen vernichtenden Vergleich, da geht es auch nochmal drum, es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen. Ich weiß, auch das ist wieder Struktur von diesen Fremdbildern, ob jetzt es die Werbung ist, ob jetzt das dann vorlebt, wie wir unser Leben leben sollten, was wir für Bedürfnisse haben, ja, was uns als wichtig erscheint. Dann wird auch immer wieder emotionale Musik meinetwegen unterlegt, etc. Einfach sehr, sehr manipulativ. Und dann ist man ständig in diesem Vergleich drin und das hindert einfach immer wieder diese Erkenntnis eben der Einzigartigkeit. Und das deckt man einfach alles gemeinsam nochmal auf. Und ja, dritten Abend tiefes inneres Wissen, dass du ja sowieso alles in dir weißt, wie ich gerade vorhin schon mal gesagt habe. Also in jedem ist diese Wahrheit enthalten, vielleicht ein bisschen verdeckt, verschleiert und ja, liegt irgendwas drüber, irgendwelche Strukturen, irgendwelche Gewohnheiten. Und um eben dann diesen inneren, deinen eigenen Schatz zuerst mal zu entdecken und dann eben ihn auch zu heben, der diesen Befreiungsweg von allem Ballast erfordert. Und am vierten Abend geht es nochmal darum, den Schlüsselbund der Möglichkeiten. Was kann ich alles tun? Wie kann ich in meinem Leben, im Alltag sozusagen diese Dinge auch anwenden und leben? Und immer wieder die Energie des Herzens ins Tun fließen lassen und deine Melodie zum Erklingen bringen. Und immer wieder, das mache ich sehr, sehr gezielt, der Weg ist das Ziel. Also der Weg, es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, okay, da und da möchte ich so und so auf dieser Erfolgsebene, sondern wirklich Schritt für Schritt, nicht sich selber nicht zu überfordern, weil wenn man ganz lang in gewissen Strukturen gelebt hat und immer noch lebt, dann kann man die womöglich jetzt nicht von heute auf morgen verlassen. Aber es gibt Bereiche, wo man eben sich selber näher kommen kann. Und sich eben auch dann immer wieder daran zu erinnern, dass eben, wenn man meinetwegen, also wir sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, keiner jetzt 20 mehr, wenn man ein gewisses Alter hat, dann haben sich ja die Strukturen, in denen man aufgewachsen ist und denen man lebt, ja fast wie so, ja, wir haben uns damit identifiziert, also braucht es auch eine gewisse Zeit, um eben die wieder aus sich herauszulösen. Und das da eben ist mir so wichtig, dass man gnädig ist mit sich selber und sich eben nicht für Dinge verurteilt und auch in den Frieden kommt mit dem bisher gelebten Leben, wo man vielleicht eben sehr entfernt von sich selbst gelebt hat, wenn man das eben erkennt. Und das sind die Übungen dazu für alle Kursabende. Ich werde jetzt da gar nicht so viel dazu sagen. Ihr werdet es dann an den jeweiligen Abend erfahren. Ihr braucht auf jeden Fall gewisse Materialien. Ja, da greife ich jetzt zu sehr vor. Da haben wir nämlich noch ein kleines Gedicht. Also was jeder auf jeden Fall mal braucht, ist eben so ein Kinderfoto von sich. Im Alter würde ich jetzt mal sagen, idealerweise von 4 bis 8 Jahren. Auf jeden Fall mal gewisse Zeichenmaterialien, was halt jeder zur Verfügung hat, Bleistift,
Natürlich auch, wenn man, weil wir werden auch schreiben, dann ein Füller oder Kugelschreiber, was ihr eben alles so am liebsten habt. Natürlich auch Papier. also das ist jetzt ein bisschen größer als A4. Das wäre für die Zeichnungen, sage ich jetzt mal, das Mindeste. Vielleicht findet ihr auch irgendwas in der A3, da könnt ihr euch dann ein bisschen besser ausleben. Und zum Schreiben reicht natürlich A4, weil das macht man auch, Schreibübungen. Und ansonsten habe ich jetzt da noch irgendwas vergessen. Nein, ich glaube, an Materialien war es das jetzt. Ja, ich glaube, das war es an Materialien. Ansonsten steht es auch nochmal in der Kursbeschreibung drinnen. Ihr kennt eben auch Farbstifte, nehmt Filzstifte, wenn ihr irgendwie da was farblich machen wollt, also wie ihr möchtet. Genau, habe ich gerade vergessen. Einen Spiegel. Einen Spiegel, damit ihr euch selbst zeichnen könnt. Das ist so das, ich sag mal, wichtigste Utensil für den Kurs, also eine der wichtigsten Utensilien mit euch natürlich als Teilnehmer. Ja, und weil wir jetzt von diesem Infoabend schon ja, ziemlich am Ende sind, möchte ich euch noch was mitgeben, noch ein Gedicht. Und da würde ich jetzt euch wieder bitten, die Augen zu schließen und ich lasse euch in diesen Hörgenuss kommen. Liebe ist ein Ozean ohne Grund und ohne Ufer. Ein Meer, das schwebt. Tauche ein in diesen Ozean und lebe dort für alle Zeiten. Ein Tropfen dieses Meeres schenkt dir Hoffnung. Alles andere schenkt dir nichts außer Angst. Rumi. Ja, und jetzt nochmal so am Schluss, nochmal die Erinnerung, der Weg ist das Ziel. Egal welchen Weg ihr wählt oder gleichgültig welchen Weg ihr wählt, also der Weg, also gleichgültig ist das Richtigere als egal. Vergesst auf eurem Weg nicht die Blumen am Wegesrand. Betrachtet eure Umgebung. Schaut immer, wo ihr euch befindet. Dann wird der Weg erstens einmal viel, viel schöner und er entpuppt sich immer mehr in seiner Schönheit und ihr habt auch mehr Genuss dabei, als wenn ihr so schnurstracks irgendwo lang hetzt. Und da meine ich auch manchmal das Geschehen im Täglichen, wo wir uns oft wiederfinden in irgendeiner Hast, in irgendeinem, ja, in einem Alltagsdruck. Und schaut, dass ihr da euch immer wieder, oder schaut, dass ihr daraus euch immer wieder Wege bereitet, um letztendlich euren Weg nicht aus den Augen zu verlieren und diesen zu genießen. Ja, dann möchte ich mich von Herzen für jeden von euch im Einzelnen bedanken. Es war mir eine Freude. Und ja, vielleicht darf ich beim Kurs den einen oder Abend
begrüßen. Und ja, jetzt müsste ich vielleicht noch einen Link einstellen. Das habe ich jetzt gerade für den Fall, dass jemand Interesse hat. Genau. Ja, hallo Renate, grüß dich. Ja, guten Abend. Ja, wir sind schon ziemlich am Ende. Was wir jetzt allerdings noch machen könnten, wäre, gibt es noch Fragen? Das hätte ich jetzt auch bald vergessen. Also jetzt dürft ihr munter drauf los fragen, reden, was auch immer euch zu dem Thema jetzt einfällt. Keine Scheu, es geht ja hier, zeige der Welt dein inneres Gesicht. Genau, gibt es irgendwas? Uwe, du schaust so. Ganz viel Glück mir, ja, das wünsche ich auch dir. Ja, also. Wie gesagt, ich mache jetzt nochmal die Bildschirmfreigabe, beende ich jetzt mal, dann sehen wir uns alle wieder im Ich habe Ganzen. eine Frage. Ja, Wann sehr fängt der gerne. Kurs an? Wann fängt der Kurs Der nochmal fängt am 26. Januar an. an? Ah, 26. Januar. Wow, das ist ein bisschen knapp. Viel für mich. Gibt es Mal da noch mal abwarten. einen? Entschuldigung, gibt es da noch mal einen Kurs? Wie? Gibt es da noch mal einen Kurs? Also außer den jetzt, meinst du? Am Oder 26. ob es dann noch einen anderen parallel gibt oder was meinst du? Oder ob es von mir dann noch mal einen Folgekurs gibt später? Ja, was auch immer, ja. Ja, mit Sicherheit. Mit Ach so, ich Sicherheit. dachte, das wäre jetzt schon, wird schon feststehen, weil der 26. eben gefallen ist. Daher. Ja, der 26. ist fix. Der Termin steht. Ich habe jetzt gemeint, du meinst jetzt, ob es da noch einen anderen oder einen weiteren gibt. Das habe ich jetzt irgendwie von dir so. Nee, nee, ich wollte jetzt wissen, was ist das für eine am 26.? Es ist nochmal praktisch die Wiederholung jetzt für den Seele im Ausdruck. Zeige der Welt dein inneres Gesicht. Also Genau. das gleiche noch mal jetzt in Ja, ganz Teile. es ist dadurch, dass es ja jetzt nur ein bisschen im Aufbau ist, verändert sich jetzt mal. Aber im Grunde liegt es das gleiche Thema zugrunde. Ich habe zwar vor, irgendwann dann mal noch einen Aufbaukurs zu machen, um da noch mal ein bisschen intensiver reinzugehen. Aber jetzt fürs Erste ist es mal jetzt der Kurs noch, wie gesagt, weil ich da selber noch am Aufbau bin, wo ich einfach schaue mit den Teilnehmern jetzt hier, weil das ist ja online ja was anderes als wie offline, weil ich würde natürlich gern von den jedem auch die Arbeiten und Zeichnungen und die Texte und auch das Geschriebene mehr natürlich auch sehen wollen und mit einbeziehen, weil um das geht's ja. Das ist ja da, ist ja dieser Ausdruck ja oft sehr versteckt und ja, genau. Also gut. Gut. Ja, Roland, Carsten, gibt es von eurer Seite vielleicht noch Fragen? Dann nur mutig hier laut schalten und sich zeigen. Ja, nee, danke. War eine sehr schöne Einführung. Also keine Fragen. Gut. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei jedem von euch. Und ja, wie gesagt, vielleicht sieht man sich hier oder da oder am 26. wieder, würde mich freuen. Und wenn es nicht für euch vielleicht passend ist, vielleicht ist es für jemand anders passend in eurem Umkreis. Und ja, ich mache nächste Woche nochmal einen Infoabend dazu, am selben Abend. Und also auch an einem Donnerstag um 19:30 Uhr, nur mal so als Vorab. Gut. Ja, dann Dankeschön und habt einen wunderschönen Abend noch. Gutes Nächtle. Vielen Dank. Und bis ganz bald. Ja, vielen Dank. Bis dann. Also mir hat der Kurs Dankeschön. sehr, sehr gut gefallen.
Yes. Mir hat das auch geholfen. Also ich war sehr zufrieden, ja. Sehr schön, das freut mich. Ja, das ist das Wichtigste, dass jeder sich letztendlich was da rausnimmt. Und wie gesagt, ich finde das vielleicht ist für so, also ich finde, dass der Kurs für so viele wichtig war, nicht wegen mir, sondern einfach um des Inhalts willens. Ja. Diesen Weg zu sich selber zu gehen und schauen wir mal, vielleicht kann ich das am nächsten Infoabend auch nochmal gut irgendwie rüberbringen und vielleicht den einen oder anderen begeistern. Genau. Ja. Dann habt einen schönen Abend. Ich beende jetzt die Aufzeichnung und Dankeschön, hab mich sehr gefreut. Ihr auch, danke. Tschüss. Gute Nacht.